Willkommen zum zweiten Video meiner Europareise / minus Hashtag Serie. Im ersten Video besuchte ich die Stadt Prag. Wenn du das Video noch nicht angeschaut hast, solltest du schleunigst den oberen Infotag anklicken. Nun im zweiten Video möchte ich euch Wien zeigen. Wien ist die Hauptstadt Österreichs und liegt laut Google Earth in dieser Ecke unserer tollen flachen Welt. Wien ist mit 1,8 Millionen Menschen die bevölkerungsreichste Stadt des Landes und es leben im Großraum etwa 2,6 Millionen Menschen, rund einem Viertel der österreichischen Gesamtbevölkerung. Als ich ankam, war ich wie in Prag mit dem gleichen Problem konfrontiert. Es gibt einfach keine kostenlosen Parkplätze. In Wien ist es echt schlimm mit den Autos. Man darf hier einfach nirgendwo parken und man muss halt für immer, egal wo du stehst, sofort einen Parkschein ziehen oder in der Garage parken und es ist super teuer. Man kann entweder im Kiosk oder, auf wienerisch auch gesagt, Trachten, Parkscheine für maximal 1,5 Stunden kaufen. Für den Besuch als Tourist bleibt dann nur noch eine Privatgarage übrig oder wie in Prag die Nutzung von P&R-Parkplätzen. Zuerst habe ich dann meinen Freund besucht, der dann gleich zu mir sagte: Mein Roller wurde gerade geklaut. Dann ging es direkt zur Polizei, bis sich dann herausstellte: So, ihr kauft euch so einen Roller. So 5 Tage später, nachdem ihr euch den gekauft habt, geht ihr so die Straße entlang und ihr wisst genau, wo ihr ihn abgestellt habt. Und dann gehe ich da hin und denke mir so: Nichts. Und zur Beruhigung der Nerven brauchten wir dann Nervenfutter. Jetzt kann man hier alles essen, Mann. Du kannst hier Burger essen, du kannst Burger essen und wenn du halt wirklich Hunger, anderes essen willst, dann gibt's halt hier Burger. Ich würde mal sagen, heute cheat ich, ey, mit dem krassen, was ist das eigentlich? Ein Eis? Das ist ein Keks, ein Eis, umhüllt von Keks. Shit, Leute. Dann hat mein Freund noch sein cooles Skateboard gezeigt. Es ist ein Elektroboard, was er mit seinem Kumpel gebaut hat. Zum Mittag sind wir dann bei ihm zu Hause aufs Dach geklettert und haben die Aussicht von oben genossen. Wie in Prag bin ich dann mit meinem Pennyboard unterwegs gewesen. Und war glücklich, dass ich das Teil dabei gehabt habe. Die Geschichte Wiens beginnt vor etwa 4000 Jahren. Architektonisch ist Wien bis heute noch, vor allem von den Bauwerken um die Wiener Ringstraße aus der Gründerzeit, aber auch vom Barock- und Jugendstil geprägt. Vor etwa 160 Jahren sah die Wiener Ringstraße noch so aus. Sie diente mit 450 Meter Breite ursprünglich den Verteidigern von Wien als freies Schussfeld gegenüber Angreifern von außen. Durch angelegte Grünflächen wurde die Fläche schnell als Erholungsgebiet akzeptiert. Erst 1857 traf Kaiser Franz Josef I. die Entscheidung, diese freie Fläche für den Bau eines Boulevards umzustrukturieren. Das erste Gebäude an der Wiener Ringstraße, was ich gesehen habe, war der Ringturm. Nach dem Weltkrieg wurde dieses Gebäude gebaut und galt als innovatives Projekt. Damals war Wien wie Berlin in 4 Sektoren unterteilt. Das Gebäude erinnert dabei an einen erhobenen Zeigefinger, den man in Richtung der rückständigen, russisch besetzten Zone auf der anderen Seite des Donaukanals zeigen wollte, um vor allem den Erfolg der aufstrebenden Kapitalwirtschaft zu betonen. Seit 2006 wird das Gebäude als Kunstprojekt verwendet. Die Votivkirche wurde durch eine Spendenaktion errichtet, als Dank für die Errettung seiner Majestät. Denn Kaiser Franz Josef I. wurde 1853 von einem ungarischen Schneidergeselle fast mit einem Küchenmesser erstochen. Die Stadt ist so groß und so vielfältig, dass ich leider nur wenige Sehenswürdigkeiten geschafft habe. Was ich noch schön fand, war die Universität Wien, das Rathaus, das Parlament und noch viele weitere Sehenswürdigkeiten, die ich hier in diesen 5 Minuten nicht zeigen kann. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, ich würde mich voll freuen. Danke fürs Zuschauen. Peace out. Ich freue mich schon, heute erkunden wir ein bisschen Budapest. Budapest, ja!